Wir sind bereit. Alles okay? Versprichst du mir was? Was du willst. Wenn das nicht klappt, schalt mich aus. Das klappt. Ich habe nicht viel Zeit übrig. Ich möchte mich verabschieden können. Ich werde dich nicht verlieren. Niemals werde ich dich gehen lassen. Diese Glocke hat ihren Sinn. Setzen Sie sich. Bin da! Guten Morgen, Klasse. Heute dürfen wir einen neuen Lehrer begrüßen. Hi. Mein Name ist Mr. Parker. Und heute ist unser Glückstag, weil das hier die Physikstunde ist und Physik ist der Hammer! Oh. Wissen Sie, wie einige Insekten und Vögel, Reptilien einfach über einen Teich laufen können? Stichwort Oberflächenspannung. Ich muss mal! Okay. Bei Oberflächenspannung geht es um Bindekraft. Hm? Als Gleichung ausgedrückt, Oberflächenspannung, Gamma, ist die parallel zur Oberfläche einer Flüssigkeit angewendete Kraft. F dividiert durch die Länge, L, der Linie, auf die die Kraft einfällt. Kann jemand... Ich bräuchte mal Hilfe. Mr. Morales, richtig? Können Sie das wirklich nicht alleine regeln? Bestimmt. Okay, klasse. Lesen Sie Kapitel 4 oder 5 oder irgendwas. Miles, ich brauche diesen Job. Wenn die Direktorin zurückkommt und ich weg bin, werde ich gefeuert. Ich weiß, aber das musst du sehen. Warum heute? Ich bin sowas von gefeuert. Direktorin Evans hasst mich schon, weil ich heute Morgen zu spät kam. Bro, ich hab gesagt, komm pünktlich. Schon okay. Wir sind ruckzuck zurück. Gut. Ich habe noch einen Beratungstermin wegen meiner College-Bewerbung. Oh, dein Aufsatz ist fertig? Nicht mal angefangen. Oh, dann nichts wie in die Stadt. Kümmern wir uns schnell um Marco. Ihr solltet schnell nach Downtown. Wir schwingen gerade durch Brooklyn. Hat dich Jameson für den Bugle hingeschickt? Unfassbar, dass JJJ dein neuer Boss ist. Die neue Leitung ist echt spitze. Den hast du ganz bald im Griff. Was ist mit Marco? Den habe ich seit Jahren nicht gesehen. Zeugen sahen, wie er über den Broadway rannte und Unsinn schrie. Er wirkte wütend und paranoid, wahnhaft. Er ist einfach explodiert. Mann!
Hoffentlich können wir ihn beruhigen. Solche Kontrollverluste habe ich schon gesehen. Passt auf. Gut, dass es jetzt zwei Spider-Man gibt. Viel Glück. Danke, MJ. Wir könnten hier unsere neuen Tüfteleien nutzen. Unmöglich. Das sind Prototypen. Nicht mal getestet. Du hast sie doch dabei, oder? Kein Kommentar. Wir müssen ihm helfen, bevor er sich verletzt. Oder andere. Der Arm sieht gefährlich aus. Er ist total irre. Wir müssen ihn schnell aufhalten. Tut mit Yoga! Ist wohl mehr der Pilates-Typ. Das war die Idee? Hab nie gesagt, dass sie gut ist. Das sollte ein normaler Tag sein. Musikunterricht, peinliche Gespräche im Lehrerzimmer. Es wird alles wieder gut! Spider-Man! Eine Lieferung für dich! Heiß und fertig! Bin da! Bin ich Markus? Ich wünschte, ich könnte das. Hab ihn abgesetzt! Nachdem er auf meinen Anzug gekotzt hat. Kein Einzelfall. Sandman hat noch ein paar Freunde ausgekotzt. Was zum? Das kann er? Offensichtlich. Ich brauche dich. Mr. Parker? Tut mir leid. Wer ist da? Direktorin Evans. Natürlich, Direktorin. Alle Schüler haben die Klassenzimmer evakuiert. Wo sind sie? Mr. Parker? Ich hab... Los! Etwas im Auto vergessen! Was war das? Nichts! Ich bin nur... Das klappt? Ich meine, ich bin gerade auf dem Weg! Kommen Sie zurück und kümmern Sie sich um die Schüler, sonst... Das klingt nicht so gut. Fast geschafft. Wie läuft's bei dir? Miles? Anruf von Direktorin Evans. Oh Mann. Lieg ich von der Schule? Hey, du schwänzt doch nur. Ich habe während eines Notfalls die Schüler allein gelassen. Ja, das gibt Ärger. Ja.
Ich weiß, du bist sauer auf mich. Das hat nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe. Ich will dir helfen. Aber zuerst wird es wehtun. Mich auf. Jetzt lasse ich erstmal das Wasser laufen. Du willst mehr? Er ist betäubt. Jetzt schlag zu! Funktioniert, jetzt bloß nicht nachlassen! Darf ich ein bisschen Sand haben? Hat hier jemand Wasser bestellt? Vorhin echt auffällig. Die Begabtenschule war echt die falsche Wahl. Ihr hättet wegbleiben sollen, Spinnen. Ist der immer noch da, wo wir ihn haben wollen? Vielleicht war ich da zu voreilig. Und er wird definitiv größer. Kletter weiter. Wir sind fast da. Der Wassertank. Spider-Man? Ich wollte nur ein normales Leben. Wie alle. Das geht so nicht, Marco. Für jemanden wie mich geht es nur so. Das Gerät außer Kontrolle! Pete, was passiert? Bin draußen gelandet!
Kletter weiter, wir treffen uns auf dem Dach! Der Wassertank ist die einzige Chance! Wo bist du, Pete? Komm wieder. Bleib drinnen! Hat wohl zu tun. Ohne diesen Wassertank sind wir morgen noch hier. Immer weiter, Miles. Ich wollte nur ein normales Leben. Das ist doch möglich! Jetzt ist es zu spät. Oh, Mann! Warum baut Marco nicht einfach Sandburgen? Ma, alles okay? Ich bin bei Pete. Ich weiß, ihr seid in allen Nachrichten. Ich bin unterwegs nach Downtown, um die Hilfe zu koordinieren. Deckt Genki dich in der Schule? Ja, aber ich habe noch einen Beratungstermin und die Direktorin denkt, dass ich... Ich kann mit deiner Direktorin reden, aber New York braucht dich jetzt. Du bist die Coolste. Und bitte, sei vorsichtig. Quiero, Mijo. Wie Ma schon sagte, New York braucht uns. Damit könnte ich auf jedes College. Oder Spider-Man könnte. Okay, das kann warten, Miles. Pass auf! Für den Anzug hatte Macken, aber wird schon schief gehen. Die Netzflügel, sie fliegen. Das war's noch nicht. Marco ist am Strand von Pier 4. Wenn er an den ganzen Sand kommt, ist er wohl gerade. Ich brauche dich sofort, Miles. Ja, ich sehe ihn. Bin hinter dir. Miles, Miles! Thank you.
Worauf habe ich mich eingelassen? Beruhige dich, Marco! Unschuldige Menschen sind in Gefahr! Du sorgst dich um sie, aber nicht um mich. Auf Marco wollten sie nicht hören. Auf Sandman ignorieren sie nicht. Genau der. Irgendeine Idee? Ja, die Klasse ist wieder vereint. Unterricht! Markus Sturm erzeugt eine Menge Elektrizität! Was passiert mit der Oberflächenspannung von Sand, wenn man die Spannung erhöht? Hypochlorid. Genau wie bei den Minis. 1+. Wenn du genug Energie hast, schieße ich sie direkt auf ihn. Mich soll der Blitz treffen? Hältst du das aus? Finden wir es raus. Wie du sagtest, wir müssen kreativ sein. Ich hab wohl gutes Timing. Ich hab Sand. Überall. Marco, alles wird gut. Gut ging es mir. Schon lange nicht mehr. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nur fragen. Ihr seid diejenigen, die Hilfe brauchen, wenn sie euch holen kommen. Uns holen?
Das Alter macht dich langsam, Sergei. Das wirst du nicht erleben. Ich beschatte dich seit Stunden. Du hast nichts gemerkt. Erbärmlich. Ihr habt mich klar ausgedrückt. Eine Beute, die mir gewachsen ist. So, wie wäre ein neues Jagdgebiet? Entfacht das Feuer. Die große Jagd beginnt.